Okay, das Rokar-Lager. Ich muss eigentlich nur gerade rüber rennen. Das kriegen wir. Oh, hin, wenn da nicht ein Abgrund zwischendurch wäre, wo wir mal kurz runterstürzen. Aber was soll's. Und fiese Insekten sind natürlich auch noch auf dem Weg. Guck mal, ein Käfer. Guck mal, Käfermatsch. Die gehen echt viel zu leicht kaputt. Bei uns auf der Erde sind Käfer deutlich robuster. Ich weiß. Ein paar Relikte sind auch noch unterwegs. Vielleicht sagen wir denen nochmal schnell Hallo. Hallo. Na, ihr Mäuse. Oh, hey, da ist ja noch einer. Er schießt auf mich. Da hätte ich mit rechnen können. Alle erwischt. Ja, weil wir gut sind. Hey, wer schießt denn da? Ich dachte, wir hätten alle erwischt. Ach so, ein Käferchen. Ja, dann ist ja gut. Da hinten glitzert was. Was ist das? Ein Überrest. Gut. Wir wollen ja eigentlich da hinten noch das Lager aufbauen. Au! Musst du Dinge direkt vor meiner Nase explodieren lassen? Jetzt lernst du mich richtig kennen. Ich liebe diesen Zug. Alle erwischt. Da ist noch ein Chameleon. Das sind norwegische Tarnhunde, die wurden hier eingeführt. Alter, jetzt. Du kannst hier keine 3 Meter gehen, ohne dass du von 800 Tieren angegriffen wirst. Was wollen die alle von mir? Ich habe keine Leckerlis in der Tasche. Vielleicht ist das mein Fehler. Vielleicht sollte ich den Leckerlis mitbringen und sie ein bisschen füttern zwischendurch. Und Munition geht gleich zur Neige. Ich nehme vielleicht noch meine Powerpistole. Bin ich schon nah dran? Müsste ich eigentlich. Ja, relativ nah dran. Ich glaube, ich muss hier rein und dann so ein bisschen hier durch das Gedöns dönsen. Ich versuche mich zu beeilen. Ich werde bestimmt gleich wieder von Viechern angegriffen. Ich höre sie schon. Beziehungsweise, die schießen gar nicht auf mich da hinten. Das sind doch Rokar, die auf irgendwas ballern. Die werden nämlich auch von Käfern genervt, siehste? Pass auf, ich probiere mal das Scharfschützengewehr von hier aus. Sind die gerade unsichtbar geworden? Von einer Sekunde auf die andere waren sie weg. Habt ihr es gesehen? Wo sind die denn jetzt? Die waren doch direkt hier. Haben die sich aufgelöst? Ich bin verwirrt. Ist düstere Magie am Werk? Hier waren doch Leute. Ich hab sie genau gesehen. Da oben ist einer, ja. Bleib mal genau da stehen. Mehr? Mehr? Da hat was geknurrt. War das dein Magen oder? Nee, das war das da. Die Scharfschützengewehr fetzt natürlich böse rein. Das kann man nicht anders sagen. Ihr es dann gleich? Ich will da keinen Schuss für verschwenden. Weiter zum nächsten. Danke. Oh, da vorne ist auch Munition. Da habe ich wieder was für meine Schrotflinte. Da rennen sie doch rum. Und schießen auf mich. Unerhört. Wir müssen uns gehen.
spulen muss. Hey, wo rennst du hin? Scharfschütze, unten! Langsam mag ich diese Spezialattacken. Man muss sie nur ab und zu mal einsetzen, dann merkt man, dass sie echt hilfreich sind. Ich bin getroffen! Oh nein! Ich verstärke den Schuss! Spezialattacke! Und noch eine! Attacke und noch eine! Oh, der brennt voll! Okay, hier sollen wir uns einmal umsehen. Da ist ein Rokar-Datenpad. Diese Welten haben schon immer uns gehört, von dem Augenblick an, an dem unsere Ahnen sie durch uralte Teleskope betrachtet haben. Wir haben sie für uns beansprucht, als unsere ersten Erkunder die Sterne erreichten, und sie blieben selbst dann noch unsere Welten, nachdem die Geißel uns in Dunkelheit geteilt hatte. Fremde haben kein Recht an diesen Schätzen, und wahre Angara müssen bereit sein, unser Geburtsrecht zu verteidigen. Debatten und Diplomatie sind in dieser Sache fehl am Platze. Die Kett haben uns bereits gezeigt, dass uns alles, was wir lieben, genommen wird, wenn wir uns nicht wehren. Die Gouverneurin von Aya ist ein Schwächling und Feigling, und der sogenannte Anführer des Widerstands hat versagt, indem er die neuen Aliens nicht ausgelöscht hat, sobald er ihnen begegnet ist. Ich habe diese Erinnerungen verteilt, auf dass irgendjemand sie finden möge. Wenn du ein Angara bist, lerne von meinen Erfahrungen und schließe dich den Rokar an. Wenn nicht, dann wisse, dass wir dich vernichten werden. Ja, das sind eigentlich ganz nette Gesellen. Ich weiß nicht, was alle gegen die haben. Und wir haben alle Rokar-Manifeste gefunden. Das ist gut. Aber das wollten wir eigentlich gar nicht finden. Beziehungsweise ist schön, dass wir es gefunden haben, weil wir suchen ja eigentlich gewisse Forschungsdaten, die gegen uns verwendet werden könnten. Von daher scannen wir einfach mal ein bisschen weiter. Leute, wo habt ihr euren Kram? Da hinten ist Kram, okay. Ich glaube, hier oben bin ich an der richtigen Adresse. Rokar Forschungseinrichtung. Forschungslog. Da gucke ich gleich mal rein. Habt ihr hier noch irgendwie so... Ich muss immer in jeder Ecke rumkriechen, sonst bin ich nicht ausgelastet. Rokar Kommunikation. Da muss ich auch mal reingucken. Komm nach Hause. Anival, hör auf damit. Du glaubst, du tust das Richtige, aber du hast deinem Volk den Rücken zugewandt. Deiner Familie. Deine Schwestern müssen ihren Vorgesetzten im Widerstand erklären, warum ihr einziger Bruder übergelaufen ist. Glaubst du, das ist leicht für sie? Ich weiß, du glaubst, du würdest für deine Heimat kämpfen, genau wie sie. Aber das ist der falsche Weg. Die Rokar haben gefährliche Ideen. Ephra sagt, du wirst mit offenen Armen empfangen. Also bitte komm nach Hause. Für uns alle. Re-Lebenszeichen. Ich bin überrascht, von dir zu hören. Dann haben sie dich also zur Basis zurückgerufen. Gut, du hast die Erholung verdient nach dem, was du durchgemacht hast. Wir sind noch auf unserer Mission. Mehr darf ich dir natürlich nicht sagen, nachdem du nicht mehr zu uns gehörst. Aber wir drängen die Kette langsam zurück. Und es soll eine neue Entwicklung mit jemandem von außen geben. Wenn es so weitergeht, ruft der Commander uns vielleicht sogar früher zurück. Und was deine andere Frage angeht, nein, ich kann nicht. Ich respektiere es, dass du deinen Überzeugungen folgst, aber ich teile sie nicht. Der Widerstand braucht mich und ich werde diesen Kampf bis zu Ende führen. Du hast deine Wahl getroffen, ich die meine. Das heißt nicht, dass ich dich weniger lieben würde. Aber wenn die Sache vorbei ist, treffen wir uns im Tavitan auf einen Drink. Ich hoffe, dass die Sterne auf deiner Seite sind. Ich will, dass du gesund nach Hause kommst, okay? Nisa. Brauche einen Rat. Ich hatte heute eine Begegnung mit einem von den Fremden in diesem widerlichen Loch, das sie einen Hafen schimpfen. Er wollte mir mein Zeug klauen, als ich ihm den Rücken zugekehrt habe. Ich habe ihn zur Rede gestellt und er hat so viel Lärm gemacht, dass Freunde von ihm gekommen sind. Plötzlich standen es viele gegen einen, also bin ich abgehauen. War das falsch? Hätte ich mich ihnen stellen sollen, obwohl ich wusste, dass sie mich hätten töten können? Wenn ich gestorben wäre, hätte Ephra vielleicht endlich gehandelt. Oder vielleicht hätte er es komplett ignoriert. Ich komme mir so feige vor. Ich wäre so gerne so mutig wie du. Du hättest es mit ihnen allen aufgenommen, egal wie viele es sind. Du bist der Soldat, den die Rokar brauchen. Nächstes Mal mache ich es besser. Nächstes Mal bin ich bereit.
Bericht aus dem Feld. Die Mission läuft gut. Mehr sage ich nicht, falls die Nachricht abgefangen wird. Wir haben schönes Wetter und schon recht viel Material gesammelt und es wird hoffentlich noch mehr. Ich melde mich kurz vor Abschluss wieder. L. Wer ist L? Okay, Roka, Genforschungslog. Sam, was holst du daraus? Ich analysiere noch. Die Rokar waren vor allem an Mutationen interessiert, die eine natürliche Umwelt vergiften. Sie wollen unsere Kolonien unbewohnbar machen. Das ist aber unschön. Sie ihre Befehle für diese Datenpathfinder. Ja, vernichten. Kopieren, dann löschen. Nein, was sollen wir mit Kopien davon? Zerstören. Lösche alles auf diesem Computer, Sam. Niemand braucht dieses Wissen. Verstanden. Datenlöschung abgeschlossen. Schließen wir die Sache ab und kehren wir zurück zu unseren Forschern. Machen wir das. Zu den Wissenschaftlern zurückkehren. Können wir das per Schnellreise? Ja. Die sind direkt an der Schnellreiselokation. Das ist aber sehr convenient von denen. Als hätten sie geahnt, dass es sehr convenient ist. Ich hoffe, wir kriegen dafür eine freundliche Umarmung. Oder zumindest einen warmen Händedruck. Ach so, da taucht ihr plötzlich aus dem Nichts auf. Haben sich mal eben schnell herteleportiert. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ja, hier ich so wurde von Roka überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht. In der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen. Hoffentlich haben Sie Ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Na sicher. Haben Sie Ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Nein. Ich habe alles gelöscht. Ein derartiges Wissen sollte für niemanden zugänglich sein. Ich war nur neugierig, welche Vorstellungen die Rokar von guter Wissenschaft haben. Wir müssen besser sein als sie. Es geht hier darum, das Leben zu verbessern, oder nicht? Definitiv. Natürlich. Unsere Arbeit könnte den Angara nützen und beweisen, dass die Rokar sich irren, was uns betrifft. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nutzt das ihrer Forschung. Und wenn nicht, komme ich wieder. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Gut, gut. Tada! So, wenn das erledigt ist, dann sind wir hier, glaube ich, echt fertig auf dem Planeten. Zumindest fürs Erste. Und können uns neuen Aufgaben widmen. Sprich, wir düsen mal eben zurück zum Raumschiff. Und fliegen einen anderen Planeten an. Beziehungsweise wir wollten erst einmal zurück zur Nexus, weil wir haben schon seit geraumer Zeit eine neue Erinnerung unseres Vaters freigeschaltet quasi. Durch Erinnerungsauslöser. Und die müssten wir uns echt mal reinziehen. Weil vielleicht ist die echt cool. Da sind noch, hier sind noch rote Punkte. Was machen hier Viecher? Warum sind hier Viecher? Warte, da kann ich gerade nicht widerstehen. Mit meiner Flinte. Selten allein. Haben die eventuell noch Eier gelegt? Sicher ist sicher. Wir gucken mal ganz kurz nach. Nein, kein Gelege. Gut. So, dann aber jetzt an Bord. Und ab zur Nexus. Und da mal wieder Hallo sagen. Wir waren ja eine ganze Weile nicht mehr da. Schon seit mindestens 10 Minuten, glaube ich. Wir verlassen jetzt Tabal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Danke, endlich. Meine erste eigene Brücke. War nur noch ein Troll, der sie bewacht. Ah, da sind wir schon. Ja, gleich in die Galaxiekarte. Hallo. Hallo. Entschuldigung, ich habe Sie gleich erstmal unterbrochen. Systemansicht. Gibt's hier was Neues? Wir scannen mal. Nö. So. Wir sollen auf Volt eine weitere hoffnungsvolle Spur. EOS haben wir ziemlich aufgeräumt. Wir gehen zur Nexus. Und dann müssen wir eventuell auch noch mal nach Aya. Und dann können wir noch mal nach Volt. Und hier sind auch, guck mal, wie viele... Diese Punkte hier, diese leuchtenden Dinger. Ich glaube, das sind Systeme, die wir noch anfliegen können. Sprich, es gibt
irgendwann noch viel zu tun, sobald wir in der Hauptmission voranschreiten. Aber man kennt es ja, die Hauptmission kann warten. Wir fliegen erstmal ein bisschen wirr im Weltall rum und tun Dinge. Die Hauptmission ist immer das Letzte, was man zu erledigen hat. Nexus. So langsam können die mit dem Baum mal ein bisschen voranschreiten, ne? Der Arm sieht aus, als wäre der fertig. Der untere Arm ist nur so ein Skelettgerüst. Können die da eventuell immer weiterbauen? Die lassen sich Zeit. Und wie wir gerade gesehen haben, gibt es einige Dinge zu erledigen auf der Nexus, was natürlich auch gut ist. Es ist clever, ab und zu mal hineinzuschneiden und ein paar Sachen zu erledigen. Nexus, Andromeda-Initiative. Hier ist das Nachrichtenterminal. Gibt es da was Neues? Ja, Cat auf Eos besiegt. Streitkräfte der Initiative haben eine Cat-Basis auf Eos eingenommen. Unter der Führung des menschlichen Pathfinders infiltrierte und räumte ein Einsatzteam den enormen abgeschirmten Turm, der hoch auf den Felsklippen thronte. Die Behörden bezeichnen den Sieg als wichtigen Schritt zur sicheren Besiedlung des Planeten. Das will ich wohl meinen. Havarl, Rätselraten über angaranische Reinkarnation. Wissenschaftler aus der Milchstraße gelingt es derzeit nicht, ein Phänomen bei den Angara auf Havarl zu erklären. Diese können sich nämlich an Ereignisse aus dem Leben toter Vorfahren erinnern. Die Angara glauben an familieninterne Reinkarnationen. Die aktuelle Theorie lautet, dass Erinnerungen irgendwie über Generationen weitergegeben werden, ungefähr so wie genetische Merkmale bei den Spezies auf der Erde. Das kann natürlich sein, es werden ja auch gewisse Verhaltensweisen zum Beispiel genetisch weitergegeben. Ob nur bei Mensch oder bei Tier. Warum nicht auch Erinnerungen? Sowas, ich meine, wenn man das irgendwie in der DNA speichern kann, kann man es auch weitergeben. Ich hab's versucht. Sie scheinen sich zu vermehren, sobald man nicht hinsieht. Es hört einfach nie auf. Was scheint sich zu vermehren, sobald man nicht hinsieht? Käfer? Wahrscheinlich sind es Käfer. Sie haben uns alles gesagt. Die Vorbereitung. So, die Händler möchte ich gerne nochmal aufsuchen, weil angeblich müssten die jetzt mehr oder spezielle oder bessere Waren haben, auf irgendeine Art und Weise. Oh, und meine Stärkungsgüter kann ich noch verkaufen. Ein paar hat man ja immer dabei. So, was hast du denn hier? Modplatz, ach, das ist ein Mod-Dinger. Und weiches Chitin und Magnesium, Kupfer, bla 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 bla. Zielfernrohr, Magazin. Besserer Lauf, Schrotflintenschaden. War nicht schlecht. Da kann man sich gar nicht entscheiden, ob man davon irgendwas braucht. Relikt, die Schiffierungsschlüssel. Ich glaube, davon hatten wir noch ein paar auf Lager. Oder lohnt es sich davon jetzt schon welche zu kaufen, falls wir später mal welche brauchen? Nee, ich glaube ein paar hatte ich dabei, das brauche ich gar nicht. Lutenscher Multiplikator verleiht einen Bonus auf ein oder mehrere Werte, wenn es bei der Entwicklung eines Objekts eingesetzt wird. Kräftestärke. Okay. Medigel-Regulator. Okay. Ich glaube davon brauche ich im Moment eher nichts, aber schön, dass es da ist. Nomad-Mods gibt es hier auch nicht, keine Lackierungen. Fahrzeughändler, bei dem gibt es vielleicht Lackierungen. Pass mal auf. Nomad-Lackierung N7 und Schneefall.
Ich sammle Lackierung. Ich will sie alle haben. Und sonst hat er eh nichts auf Lager. Okay. Können wir mit ihm reden? Nur so. Hallo. Hallo, na? Ach so. Hä, auf einmal hat er... Auf einmal hat er neue Dinge im Inventar. Er hat Honigwabe. Hä? Warum kann ich die nicht kaufen? Ich will die kaufen. Honigwabe, Initiative. Schön in Blau-Weiß. Platin. Ultra selten. Boah. Und Tevuras Herz. Eine Indigo-Lackierung benannt nach der Asari-Göttin der Reise, Tevura. Immer her damit. Jetzt mal ganz doof gefragt. Hast du noch mehr, wenn ich dich nochmal anspreche? Nein. Aber hätte ja sein können. Sieht es bei euch aus? Waffenhändler? N7 Crusader? Das ist eine Schrotflinte. 719 Schaden. Was macht denn die Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe, für einen Schaden? Bild runter, Vergleich aus. Warte. Jetzt vergleichen wir es womit? Da ist auf jeden Fall mehr Schaden angezeigt. Kleinere Magazingröße. Achso, wir vergleichen es mit der Sandstorm. Warte. Vergleich Widow. Vergleich Scorpion. Was war denn meine... Disciple ist, glaube ich, meine Schrotflinte, oder? Macht also weniger Schaden als meine Schrotflinte. Das ist ein bisschen komisch geregelt mit dem Vergleich. Keine Ahnung. Macht also weniger Schaden. Lohnt sich also nicht, die zu kaufen. Okay. Eagle 4 ist die Pistole. 94 Schaden ist sowieso viel zu wenig. Okay, hat also auch nicht besonders viel im Angebot. Panzerung. N7 Panzerung. Maximale Schildleistung. Biote-Kräfteschaden und Biotik-Aufladetempo. Einen Helm gibt es dazu zur Not auch noch. Ja gut, so vom Hocker hauend ist die Auswahl jetzt nicht. So, ich glaube, ich muss einmal bei den Wissenschaftlern reinlinsen. Weil ich genug Tiere gescannt habe, um dafür eine Belohnung zu kriegen. Professor Hering! Die Pflanzen haben sich an die Existenz der Geißel angepasst. Einige von ihnen ernähren sich sogar von ihrer Strahlungsenergie. Sehen Sie dieses ältere Exemplar? Die Wachstumsringe zeigen die Anfänge der Geißel. Der Scanner des Pathfinders hat sie perfekt eingefangen. So ist der Scanner des Pathfinders. Proben, Scans. Wir kommen mit der Konservierung kaum hinterher. Ja, wunderbar. Welch wundervollen Dienst Sie uns doch erwiesen haben. Sie haben sich Ihren Lohn mehr als verdient. Das will ich wohl meinen. Yeah, Fähigkeitenaufstieg. Kann sich auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe ausdehnen. Einfach unglaublich. Das ist eine krasse Schwimmblase. So, Fähigkeiten. Wir müssen gleich mal ein paar Punkte investieren. Oh, wir haben 16 Punkte. Wo investieren wir die nur alle? Kampf. Kampf, 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 Kampf. Ist immer schwer sich zu entscheiden. Tech. Ich will Verbrennung, will ich einmal komplett ausbauen. Möchte ich gerne. Weil das benutzen wir öfters. Wir können Rang 5 Einschlag erhöht den anfänglichen Schaden um 30% oder Antipanzerung plus 15% Schaden gegen Panzerung. Ist natürlich geil, das gegen gepanzerte Gegner zu verwenden. Das mache ich mal. Und wir können Zünder. Der erste Angriff von Verbrennung löst jetzt Combo-Detonationen aus. Oder doppelte Verbrennung verschießt 2 Projektile statt einem auf verschiedene Ziele. Das gefällt mir. Hau rein. Hau rein, den Schmockes. Was möchten wir noch? Ja, das übernehmen wir. Taktischer Agent freigeschaltet. Haben wir was bei Biotik? Ich weiß nicht, ob ich Biotik überhaupt verwenden möchte. Kampf. Universalgranate. Wirft eine Granate. Ist eigentlich auch eine schöne Idee. Pistolen. Soll ich mal mehr für Pistolen nachladen? Plus 15% Pistolen Nachladezeit. Oder Magazingröße. Ja.
immer Magazingröße. Nachladen ist eh egal, aber Magazingröße ist super. Dann müssen wir nicht so oft nachladen. Ist doch besser, als schneller nachzuladen, oder? Sehr gut. Das Profil Soldat ist jetzt auf Rang 4. Ich glaube, Profil Soldat benutzen wir auch, ne? Wo konnte ich das nochmal einsehen? Hier, das sind die Profile, ne? Soldat. Guck mal, erhöht den Waffenschaden um 16% und plus 25% Waffenpräzision. 8 Schadenswiderstand plus 25% Waffenmagazinkapazität. Und gewährt einen ansteigenden Schadensbonus für jedes Ziel, das innerhalb kurzer Zeit eliminiert wird. Also, top. Das will ich gar nicht ändern. Und da taucht sogar das Symbol kurz über meine Schulter auf.